So, hallo und herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr in Minecraft. Caves and Cliffs. Oh, irgendwo haben wir hier. Haben wir Zombies. Ja, wir haben auch ein Schwert. Haben wir eigentlich auch. Haben wir eigentlich auch. Wir haben Wolle mitgebracht hier. Das ist gut. Bei unserem Ausflug, die Planken lassen wir mal da, aber das nehmen wir mit. Wir brauchen die Fackeln und Eisenpickäxte. So, und wir können mal ein paar neue machen. 2, 3, 1, 2, 3. Und dann schauen wir mal, ob wir Diamanten finden heute im frohen neuen Jahr. Ein paar Diamanten, die uns Glück bringen. So, schauen wir Dupdidu. Warte mal, die können wir hier mit rein tun. Nimmt das weniger Platz weg. Gut. So, hier hatten wir, genau, hier ging es in diese Wasserhöhle. Ja, das ist schon alles sehr viel geräumiger unter der Erde hier, als es mal war. Und sehr viel Deep Slate, der durchaus länger dauert, um sich durchzugraben. Oh, was war das? Oh ja, hier geht's, glaube ich, runter, ne? Jo. Ups. Das ist so ungünstig. Ja. Wow. Also, vielleicht sollten wir doch lieber, wie wir das ursprünglich vorhatten, hier noch weiter runtergraben. Und gucken, wie weit wir müssen wir ein bisschen auch schauen. Oh je. Ist nicht ideal, mit dem Eimer hier den Kies zu schaufeln. Aber ich sag mal, es ist effektiv genug für den Moment. Ja, schauen wir mal, was ein Jahr mit Bundestagswahlen und Corona wieder. Ja, was ein super duper Jahr. Weiß gar nicht, Jahresrückblick hier aus dem Minecraft-Video machen. Weiß nicht, ob das funktioniert. So, okay, gucken wir mal. Ich hätte doch eine Workbench mitnehmen sollen, damit ich hier Treppenstufen machen kann. Aber kann man ja auch immer noch holen.
Und vielleicht könnten wir einen kleinen Snack essen, damit wir wieder Gesundheit regenerieren. Ist ja auch eine Idee. Gar keine schlechte, glaube ich. Ja. So, gucken wir mal. Also, wir könnten Deep Cobblestairs machen, aber wir haben hier noch normale Cobblestairs. Nehmen wir mal die. So, das sollte reichen. Dann schlafen wir mal. Und gucken, ob wir vielleicht schon ernten können das erste Mal hier. Hallo? Cool. Es sieht nicht so aus. Oh, da unten brennen die Nachbarn. Interessant. Okay. Ach, da steht er. Ja. Mutual Assured Destruction. Nee, der ist noch da. Bam, bam. So, jetzt ist er weg. Oh, überall. Überall scheiß Skelette mit ihren. So, ist er jetzt tot vielleicht? Ja, sieht gut aus. Also, was schon mal fertig ist, was wir nochmal wieder abernten könnten, sind die Bäume für Holz. Ja. Aber wir haben jetzt auch, nein, wir haben keine Knochen, wir haben einen Pfeil von dem blöden Skelett. Keine Knochen, das ist ja wieder typisch. Naja, gut, nur sind wir gerade gestorben, das heißt, wir haben wieder einigermaßen volle Gesundheit. Nutzen wir das mal. Und gehen runter. Vielleicht machen wir doch noch ein paar mehr Stufen. So. Ja, da haben wir sie alle. So. So, ihr kommt dahin und du kommst dahin und schon sind wir wieder auf dem richtigen Inventory-Sortierstand. Ja. Bupdidu. So, dann schauen wir mal. Und das dauert ewig. Ewig, 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 bis wir unten angekommen sind. Da, da, da. Cool, also hier. Hauer. Okay. Ja. So.
Und schon haben wir hier eine Treppe. So. Ist die Frage, ob wir jetzt weit genug unten sind, dass wir dann auch vielleicht mal einen Diamanten finden oder so. Dazu werden wir jetzt einfach mal in eine Richtung graben. So. Also wir sind wahrscheinlich jetzt unter der Höhle zumindest schon. Nehme ich mal an. Und da ist Lava irgendwo. Interessant. Ich habe noch keinen einzigen Rohstoff hier unten gefunden. Das ist ungünstig. Ah, da unten. Immerhin was. Shit. Und schon sind wir wieder in einer Höhle. Aber wenn man eine Fackel hier hin tut und dann Kiesblöcke drauf fallen, dann werden die automatisch. Eieiei. Okay, also so weit runter geht's hier noch, wa? Okay. Wenn die automatisch in diese einsammelbaren Itemblocks verwandelt. So, wie man hier sieht. Das macht das Ganze dann sehr einfach zum Einsammeln. Brauche ich dann nicht ewig mit dem Eimer draufhauen. Gut. So, wenn wir zwei solche, ich weiß nicht, ob ich das schon demonstriert habe, wenn wir zwei solche gleichen Gegenstände haben, die beide benutzt sind, dann können wir die ineinander reparieren quasi, dass wir daraus einen etwas besseren Gegenstand machen. So, jetzt haben wir einen Eimer mit Lava. Den können wir jetzt zum als Dingens benutzen, als Brennstoff im Schmelzofen und damit Sachen einschmelzen. So, damit wir die Kohle übrig haben für Fackeln weiterhin und anderes Zeug, das wir damit vielleicht machen wollen. Mann, geht das weit hoch hier. So, wie man hier sieht, kann man das hier reintun. Fertig.
Und dann kann man hier zum Beispiel diese 7 Kupfer nehmen und kann die Kohle hier rein tun. Oder wir machen uns gleich aus der Kohle wieder Fackeln. Okay. So, haben wir wieder 64, sehr gut. Ja, also ein bisschen Eisen haben wir noch, aber hatte ich nicht da. Ach so, da ist ja gut. Ja. Eine Kartoffel fertig. Okay, das war noch nicht reif. Shit, shit, shit. Tja, vielleicht sollten wir erstmal. Ich weiß nicht, unten das Minen, das ist relativ langweilig. Es wird schon wieder dunkel hier, oder was? Vielleicht sollten wir angeln gehen, damit wir was zum Essen haben. Aber dann sollten wir uns erstmal wieder hinlegen. Gut, gehen wir mal angeln. Ich glaube, geangelt haben wir hier noch nicht. So. So. Ich angel am Fluss. So, dann schauen wir mal. Dann müssen wir jetzt gucken. Da kommen wir zu Bläschen. Und wenn die den Schwimmer unterziehen, dann müssen wir zugreifen quasi. Okay. Fishy Business. Und es gibt natürlich Erfahrungspunkte dafür. Eine Seerose, na wunderbar. Ich warte ja noch auf Schuhe oder sowas. Ein Pufferfisch. Oh, das ist Dschungel. Cool. Vielleicht sollten wir uns im Dschungel Melonen holen. Oh, was war das? Das war magisch. Ein magischer Bogen. Sehr gut. Können wir uns nicht leisten, den zu reparieren, aber das ist schon mal gar nicht schlecht.
Keine Ahnung, was das war. Ein Sattel. Ah, sehr gut. Können wir auch gleich schon wieder für Pferde uns umsehen. Weiß gar nicht, waren denn im Dorf welche? Ich glaube nicht. Das war ein Fisch, bin ich mir ziemlich sicher. Wir hatten eigentlich in dem Pilzmäser-Spielstand hatten wir ziemlich gute Idee mit dem hier Seetang am Anfang. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Vielleicht sollten wir einfach mal nach Seetang tauchen, aber hier gibt es gerade keinen. So, das reicht erstmal mit Fisch. Den bringen wir mal weg und legen den in die in das Fischbratgerät quasi. Und dann wollen wir mal mit den Fackeln und einer Axt bewaffnet in den Urwald gehen. Ah, das sieht schon viel besser aus hier. Sehr gut. Und uns. Zack, wusste ich doch, dass der fertig ist. So, das kommt alles hier rein. Der Sattel, den tun wir mal hier rein mit zu den Rohstoffen. Wo wir die anderen Fische hinpacken sollen, packen wir das mal hier rein. So. Zack, zack, zack. Und dann brauchen wir, wie gesagt, noch drei Eisen für eine Axt. Und ein paar Holz. Irgendwo höre ich wieder Zombies, aber soll uns mal nicht groß stören. So. So. Die bleiben hier. Oh, da habe ich noch Brot. Nehmen wir doch das Brot einfach mal. Und ein paar Dirt zum. Wie sagt man? Zum Navigieren hier. Scheiße, ich habe gar keine Axt gemacht, ich habe noch eine Pike gemacht. So funktioniert das nicht. Ich muss dich schon ein bisschen besser konzentrieren, Heiko. Okay. So, also 1, 2, das ist der Stiel und 1, 2, 3, das ist der Axtkopf. Fertig. Da ist der Urwald. Siehst du mal, der Urwald geht direkt in die Wasserhöhle und die geht hier noch weiter. Und da haben wir zum Beispiel noch mehr Eisen. Das wollten wir eigentlich nicht machen, aber Eisen ist, bis wir Diamanten gefunden haben, so ein wichtiger Rohstoff. Und selbst danach brauchen wir Eisen, dass wir den einfach mal mitnehmen hier. Und wo wir schon mal da sind, ist Kupfer auch.
könnten wir vielleicht noch mal uns einen richtigen Eingang bauen für unser Tunnelsystem. Dann haben wir hier eine Abkürzung zum Dschungel. Das ist nicht die richtige Richtung. Da müssen wir hin. Ja. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das ist nicht der Dschungel, doch. Doch, da hinten ist Dschungel. Okay. Die Bäume waren bloß viel zu... Ah, Kürbis. Siehst du mal. Wir wollten eigentlich Melonen haben, aber Kürbis ist auch nicht schlecht. Und da haben wir sogar noch mehr Zuckerrohr. Da können wir vielleicht auch ein kleines Zuckerrohr-Färmchen uns bauen. Also noch keine Autofarm, bevor wir irgendwie eine funktionierende Eisenmine haben. Was ist das da hinten eigentlich? Oh, shit. Es wird dunkel. Warte mal, haben wir Scheren dabei? Natürlich nicht. Okay. Dann halt wieder nach Hause. Dann müssen wir halt erstmal schlafen und dann. Da können wir auch gleich auch ein paar mehr Fackeln machen hier. Das ist ein bisschen wenig. Sollte genug sein, um den Weg wieder zurückzufinden in den Dschungel, aber... Puh, okay. Da ist die Wasserhöhle wieder. Wow! Shit. Shit, shit, shit. Und da oben ist Home Sweet Home. Sehr gut. Also auch gleich schon wieder Home Sweet Skeleton. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal beim nächsten Mal, ob wir da nicht vielleicht mal. Super. Ob wir da nicht vielleicht mal in die Dschungelgegend können und ein bisschen was einsammeln. Wir haben ja jetzt sogar ein paar Fische eingesammelt. Und ein bisschen mehr Sachen zum Einpflanzen. Da könnten wir eventuell, warte mal, hier haben wir leichte Wolle. Warum nehmen wir nicht einfach ein Bett mit? Dann können wir da hinten schlafen. Brauchen wir irgendwelche Steine, um den Weg zu markieren? Nehmen wir mal die hier. Ja. So, und ein Bett, drei Holz, zack, bumm, Dings. Und machen wir uns ein graues Bett für die Reise. So, aber dann schauen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal weiterhin euch frohes neues Jahr. Ich hoffe, es ist besser als letztes Jahr. Letztes Jahr fand ich persönlich ziemlich kacke.
Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich am nächsten Samstag, wenn ich mich aufgerafft kriege, weiterhin rechtzeitig aufzunehmen und hochzuladen. Dann bis denn und auf Wiedersehen.